Und damit nun herzlich willkommen zur 119. Folge des Command Conquer 1 der Tiberium Konflikt Let's Plays oder zur 9. Folge. Dann ist das die 120. Ne? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich verzählt habe. Es kann sein, dass die Folgennummer nicht stimmt. Bin mir da tatsächlich gerade mal gar nicht so sicher. Dass es die 120 ist, dann... Also rein theoretisch müsste es die 120 sein. Wenn ich mich verzählt habe, ihr werdet es mitbekommen auf YouTube, dass andere Folgennummern dastehen. Das ist aber auch egal. Wir sparen weiterhin weiter auf eine Tiberium-Raffinerie, damit ich hier schneller an das Erz rankomme und schneller einen Gegenschlag machen kann. Und ja, wir sparen das Geld. In der Hoffnung, dass wir keinen Gegenschlag bekommen. Das war doch die Aussage, die gefehlt hat. Ein Gegenangriff. Gegenschlag. Und danach werde ich sehr wahrscheinlich erstmal noch die Werkstatt bauen, damit ich möglichst den Sammler mal noch repariert kriege. Damit er wieder schneller fährt. Und ich bin tatsächlich im Überlegen, direkt auf Mammutpanzer zu gehen. Gar nicht großartig viel anderes. Was ich euch mal noch zeigen wollte, hier Auftrag. Wir haben ja vorherige Folge den Nordtempel mit der Atombombe zerstört. Und jetzt steht hier übrigens da, dass sie den versuchen wieder aufzubauen. Das heißt... Also, brauchst du es nicht nochmal vorlesen. Das heißt, Missionen, die wir von oben nach unten abspielen, stellen sogar theoretisch eine Story dar, nur eben, dass keine Story in Videoform gezeigt wird, wie man es in den späteren Teilen ja völlig gewöhnt ist. Da werden wir noch ein paar Mal uns dumm angucken, weil wir einfach menschliche Charaktere vor uns sehen, die eine Story spielen, aber da machen wir uns nicht heiß wegen. Das ist, werden wir uns dann ausgiebig mit beschäftigen, wenn es soweit ist. Das wird eh noch eine Weile dauern. Wir benötigen Silos. Na, Hauptsache der Sammler ballert jetzt hier nicht aus Versehen alles weg. Silo, Silo, Silo. Ich sehe es nicht. Wird gebaut. Nee, der ballert nicht alles weg. Man verliert das Erz nicht. Sehr gut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Dann baller ich mir hier doch mal noch ein kleines Loch rein. Ich brauche ganz kurz Platz, wo ich das hinsetze. Ja, jetzt habe ich da doch ein bisschen Erz noch verloren. Ich würde das gerne hier hinsetzen. So. Ja, jetzt habe ich definitiv ein bisschen Erz verloren. Naja, halt so. Konstruktion fertig. So. Jetzt wird das nicht nochmal passieren. Jawohl, Sir. Weiß immer noch nicht, ob der Sammler hier drüben einen Blütenbaum hat oder nicht. Aber er sammelt auch das Erz in einer sehr komischen Variante. Ich frage mich immer, ob die Spieleentwickler bei den Wiedersammler das Erz einsammelt, dieses diagonale Verfahren, ob das wirklich darum geht, dass das Erzfeld weniger wird, ob der einfach das pauschal irgendwie so sammelt und das einfach so ist, oder. Also, für mich ist diese Art, wie der Sammler sammelt, nicht unbedingt die intuitiv logischste Wahl. Ich meine, ich lasse den einfach machen, ja, und die Felder verschwinden ja auch immer. Aber ich glaube, wenn man das Erzfeld länger erhalten möchte, müsste man so quer reinsammeln. Aber das macht er ja eigentlich auch, weil der sammelt halt so am Rand weg. Aber ich glaube, verschwinden tun die Erzfelder so oder so immer bei der Menge, die man abbaut. Also... Ja, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich eine effektive Variante gibt, gut Erz abzusammeln oder ob das
einfach so bleibt, wie es halt ist, ne? So, bei der nächsten Erzlieferung die Raffinerie fertig. Wie lange braucht die zum Bauen? Ja, komm. Und da oben kommt der nächste Angriff. Jawohl, Sir. Schon dabei. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Die müssen weg. Nein. Jawohl, Sir. GDI-Gebäude wurde erobert. Das war so klar. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Halt, stopp, 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 stopp. Gestoppt. Abgebrochen. Wenn das auf einmal so voll wird mit Erz. Ganz ehrlich, dann klauen wir das einfach zurück. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt zerstöre und auf einmal war das Ding voll mit Erz. Das klaue ich mir jetzt. Ist mir egal. Denkt negativ so viel, wie ihr wollt darüber. Nee, das würde, glaube ich, jeder machen. Konstruktion fertig. Gleiches mit gleichem vergelten. Der NPC war dumm, also warum sollte ich jetzt nicht das zu meinem Vorteil nutzen? Aber ihr habt gesehen, dass das Gebäude die notwendige Verteidigung auf die Beine gestellt bekommen hat. Das war mir persönlich relativ wichtig. Jawohl, Sir. Nordgebäude wurde erobert. Ist halt nicht dein Ernst. Konstruktion fertig. Reparatur. Jetzt kann er das hoffentlich nicht mehr angreifen. Wir wollen mal noch ein weiteres Silo trotzdem. Es ist. Ja. Als nächstes würde ich vorschlagen, bauen wir jetzt das Reparaturding für meinen Sammler. Konstruktion fertig. Da. Nee. Gestoppt. Da. Die Werkstatt. Dann werden wir wahrscheinlich bald nochmal Strom brauchen. Ich schaue, dass ich jetzt hier eine zweite Ebene so dran gesetzt kriege. Es wäre sinnvoll, wenn hier vielleicht noch ein Geschützturm stehen könnte. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß, dass das Ding recht gut eigentlich viel gedeft bekommt. Deswegen mache ich mir da jetzt tatsächlich gar nicht so die großen Sorgen. Oh ja, das Ding brauche ich auch mal hier dringend Reparatur, wie ich gerade sehe. Jawohl, Sir. Jetzt hier das hier. Der Rest ist gar nicht so schlimm. Also, sobald der Sammler jetzt geliefert hat, geht er danach auf die Werkstatt. Konstruktion fertig. So, schön weit rechts. Dahin. Dann als nächstes kommt noch ein Großkraftwerk. Kein Moment, dann baue ich's. Nuklearsprengkopf im Anflug. Jetzt bin ich gespannt, wo das Ding einsteht. Unsere Basis wird angegriffen. Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Game over. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich auch. Schon dabei. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Dann gehen wir uns hier nochmal umgucken. Das ist ja die Frage, wie das... Also hier wäre es definitiv noch ein Blütenbaum. Wie ich das verhindern soll. Also nichts gegen den Atomschlag, aber... Ja, ganz ehrlich. Einheit verloren. Einheit verloren. Dagegen kann ich mich auch nicht sonderlich wehren. Also die Frage wäre jetzt... Ist der gekommen, weil ich etwas Bestimmtes gebaut habe? Oder kommt der immer? Also wir können ja... Ich baue mich hier nochmal weiter auf.
Und ich verhindere, ich baue mal nicht die Werkstatt als nächstes, sondern die Funkzentrale, genau. Wird gebaut. Und schaue mal, ob ich da das gleiche Problem habe. Konstruktion fertig. Da kommt das Erzding hier unten hin, nicht hier oben. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Also, ich könnte natürlich, ich habe jetzt einfach den Anfang der Folge halt wieder neu geladen, ne? Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, woran es jetzt gerade genau scheitert, dass das passiert ist. Ist es jetzt tatsächlich meine eigene Dummheit gewesen? Oder lag es an einem bestimmten Gebäude, was ich gebaut habe, was ich nicht haben darf? Kann ja sein, dass das eher ein Problem damit hat, wenn ich was ganz Bestimmtes triggere. Oder kommt es einfach nach Zeit? Ne, also, ja. Oder muss ich tatsächlich hier schnell offensiv vorangehen und das verhindern? Oder muss ich damit leben, dass ich dauerhaft mit Atombomben angefickt werde? Was das Basebuilding einfach mal extrem schwieriger machen würde. Also wirklich extrem viel schwieriger. Da reden wir nicht von mal so ein bisschen, sondern wirklich von... Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wie es regeln soll. Jawohl, Sir. Und so den Schwierigkeitsgrad rede ich dann. Ein bisschen schade gerade, dass das passiert ist. Weil... versaut mir so ein bisschen die Mission. Ja, ich will überlegen, was könnte ich am besten denn dagegen tun, dass die Atombombe nicht reinballert? Aber ja, das einzigste Gute, was mir einfallen würde gegen eine reinballernde Atombombe, ist halt eine Ersatzbasis aufzustellen. Und eine Ersatzbasis aufzustellen dauert halt eine Waffenfabrik mindestens. Und ja, eine Waffenfabrik, wisst ihr selber... Das ist halt nur mal eine Hausnummer an sich, eine zu bauen. Also, ja. Ich glaube, die Waffenfabrik alleine reichte nicht, damit ich einen zweiten Dingens habe. Aber theoretisch, ja. Aber wir riskieren es. Ich baue einfach jetzt als nächstes die Waffenfabrik. Alter, die 5000, das kriege ich nicht zustande. Nee. Das macht keinen Sinn. Wir bauen als nächstes die Bärenraffinerie. Der wichtigste Punkt bei der Atombombe ist, dass er nur eine hat pro Match, soweit ich das weiß. Zumindest war es bei mir immer so, dass ich nur eine einzige hatte. Das bedeutet, es ist theoretisch einmal ein Rückschlag und sobald ich den überstanden habe, läuft der Rest. Es ist halt die Frage, was kommt alles in meine Basis in diesem Moment, wo die Atombombe reinballert, ne? Wenn der noch einen harten Gegenanschlag parat hat, dann mache ich halt nichts, ne? Ich mache einfach nur ein dummes Gesicht. Wenn das Ding natürlich über Zeit getriggert ist, so wie ich das vermute, dann könnt ihr euch ja eigentlich schon denken, was ich als nächstes machen werde. Dann werden wir die Mission einmal neu starten müssen, ganz von Anfang an. Und ich muss schauen, dass ich... über die... dass ich den Anfang der Mission so gehandelt kriege, dass ich schnell genug die Basis so weit habe, dass ich wie nennt sich das? Ein mobiles Baufahrzeug habe, mit dem ich einen weiteren Bauhof irgendwo hinstellen kann. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir!
Okay, gut so. Die laufen mal zurück. Das Ding kann so weit schießen, das ist auch cool. Sehr schön. So, als nächstes kommt die Waffenfabrik dran. Und dann wäre die Frage, was ich alles brauche. Also er hat ja die Atombombe abgeschossen, als ich hier das Werkstattding hingesetzt habe. Das heißt, wir probieren das jetzt aus. Wir können uns das nämlich gleich nochmal leisten. Ich setze die Werkstatt jetzt wieder gleich hier hin und schaue, ob genau dann die Atombombe kommt. Ob das der Triggerpunkt ist oder ob es noch einen anderen gibt. Speichern einmal hier, komm da drauf. Wie die Sammler trotzdem nicht aufeinander klarkommen. So, Werkstatt wird gebaut. Ich stelle sie wieder hier hin. Und gerade eben war es so, als das Ding stand, genau in dem Moment kam der Angriff. Wenn das wieder so ist, dann laden wir das und stellen dieses Mal, beim nächsten Mal nicht die Werkstatt hier hin, sondern was anderes. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl! In Ordnung! Diesen Angriff hatten wir auch schon. Man einfach mal wieder sieht, wie übermächtig dieser Turm ist. Und da passierte nichts. Und jetzt kommt gleich die Werkstatt. Konstruktion fertig. Dahin. Es passiert noch nichts. Unsere Basis wird angegriffen. Okay. Werde mich nicht beschweren. Jetzt kommt er. Okay. Selbstverständlich werden wir das wieder hier getillt, ne? Zu viel weg. Ja, laden. Das hier. Gut, und dieses Mal bauen wir eben nicht das Reparaturding. Diesmal bauen wir die Waffenfabrik. Und bauen vorher mal noch das hier. Vielleicht noch ein. Wir bauen mal. Wir machen das mal anders. Wir bauen jetzt hier noch einen zweiten. Hier noch ein Kraftwerk hin. Oder wir können das auch hier hinstellen. Zur Verteidigung. Und bauen mal noch was zur Verteidigung hier auf, da ja doch sehr viele Angriffe kommen. Als nächstes noch ein Befestigungsturm. Jawohl, ich muss leider so sagen, wie es ist. Sammler kommen nicht so darauf klar, wie ich mir das wünschen würde. Kommen sie halt echt nicht.
Okay, und ob es einen weiteren Atomschlag gibt oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da und schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sage nur zum Schluss, tschö mit Ö.